Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die Highlights des zweiten Tages der Solo-FNCS-Qualifikation. Am ersten Tag lief es ja nicht ganz so gut, aber dafür lief es gestern auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und euer Support in den letzten Streams ist auch richtig krass. Wir haben ja sowohl den ersten Tag als auch den zweiten Tag auf Twitch gelivestreamt. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, lasst gerne auch auf Twitch ein Follow da. Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Tagen 15 Follower oder 20 Follower gemacht. Wir stehen jetzt schon relativ kurz tatsächlich vor den 100 Followern. Ich denke mal, das sollten wir auch in Kürze schaffen können. Und wir haben auch wirklich durchgehend über 3 Zuschauer. Wirklich vielen, vielen Dank. Und wir haben heute auch tatsächlich die 900 Abonnenten noch auf Twitch, auf YouTube geknackt. Und jetzt fehlen, glaube ich, noch 99 oder so bis 10.000. Jetzt heißt es Endspurt und ich hoffe mal, dass wir das diesen Monat auf jeden Fall schaffen können. Wenn euch die Videos hier natürlich gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Ihr könnt natürlich genauso gerne auch das Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich ebenso freuen und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Digga, ich hab so gut gegen den gespielt. Oh. Einmal ist mein Tracking Aim gut. Gut, dass ich so viel hier hatte. Ich habe gerade schon wieder gegen einen krass gepanickt. Ist trotzdem noch geschafft. Ist irgendwann geschafft haben, mich zu kontrollieren wieder. Hast du ihn geklatscht oder was? Nein, ich konnte mich healen. Nein, Digga! Oh mein Gott. Es ist so lächerlich. Oh, fast so ein Lack. Der Typ plays ein Jump Pad. Ich schieße ihn runter. Okay, er ist der Beste. Er ist mit, ja. Er ist mit Abstand der beste Spieler. Nice High Ground. Schade. Zwei jetzt. Der ist runter. Nehm Biggie. Ich hab 3. Sehr gut hält.
Er ist hier. Außen. Shield Crack. Nochmal ein Biggie drücken, bin ich wieder Full Shield. Let's go. Hat er sehr gut gegen den gespielt. Gönn, bitte. Halt tief runter. Halt tief. Yes! Let's go. Ah, nein. Eine Tag. Der, wie viel verbaut der? Let's go, ich habe den auseinandergenommen. Natürlich. Vier danach, glaube ich. Wie viel hast du noch über? Vier Runden. Vier? Ja. Bist du gerade nicht gestorben? Nee.
Ah, schade. Endlich mal. Hast du einen? Ne, ich habe immer mal einen Shot drauf bekommen. Guckt immer so mit seiner Spitze des Kopfes raus. Und dann werde ich von hinten abgeschossen. Ey, ich habe keinen Sound. Oder nur so halb, hä? Okay, ich bin weg hier. Oh mein Gott, ich habe ihn so zerstört. Nice. Und ich werde wieder gesniped. Ach, wurdest du getroffen oder was? Digga, was gibt ihr mir noch für einen Burst-Laser? Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Was passiert? Jemand hat wieder gehavy-sniped. Aber nicht auf dich, oder? Nicht auf mich, aber es hat jemand fast geklungen. Simon hat gesagt, du sollst auf die Gegner schießen. Ja, ich hätte etwas früher aufschießen sollen. Ey, wenn die Zone hoch move, bin ich so tot. Hä? Oh. Nice. Ey, ich muss den Loot Drop bekommen, sonst bin ich tot. Oh, no way. Warum so? Shit on. Okay.
Boah, Digga, der Typ ist low. Und er wurde mir abgestaubt. Ich habe keine Mats mehr. Was soll ich denn nur tun? Ja, keine Chance. Leider hatte ich bei der letzten Runde aus Versehen auf den Pauseknopf gedrückt, weshalb dann eben halt die Aufnahme gestoppt ist. Und dadurch hatte ich jetzt eben halt nicht mehr die richtige Aufnahme von der letzten Runde. Allerdings werde ich euch einmal ganz, ganz kurz zeigen, was hier passiert ist. An sich eigentlich nichts wirklich Interessantes. Ich lande eben halt wieder bei Camp Cod, wie jede Runde. Dann Zone gönnt auf jeden Fall beim ersten Mal auch schon wieder direkt. Ist einfach komplett auf der anderen Seite der Map. Also weiter geht's ja eigentlich jetzt schon gar nicht mehr. Allerdings ist das nicht mal das Schlimmste. Denn als ich dann irgendwann mal angekommen bin bei Frenzy Farm hinten, weil ich eben halt dann über den Fluss darauf gefahren bin, ging die Zone natürlich wieder auf genau die andere Seite der Map. Das Ding ist, ich habe es am Anfang der Runde sogar predicted, dass die Zone safe by the shark enden wird. Und das war natürlich jetzt immer noch nicht das Schlimmste, denn rat mal, wie es weitergeht. Genau, die Zone geht einfach nochmal weiter von mir weg und ist dann eben halt wieder genau auf der anderen Seite und ist dann eben halt wirklich komplett um Lockys Leuchtturm. Dann auch nochmal die zweite Sache, die relativ unlucky war. Hier hinten habe ich dann, glaube ich, 2 oder 3 Gegner komplett low geschossen. Alle komplett auf White, die hatten so um die 50 HP, müssten die alle gehabt haben. Habe aber dann am Ende keinen Kill bekommen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal die allerletzte Minute an. Und ich würde sagen, das ist dann auch das Interessanteste noch aus der Runde. Hätte ich noch Kills bekommen, hätte ich auf jeden Fall noch gute Chancen gehabt, das zu gewinnen. Aber so fehlt mir dann die Mats einfach. Werden ja leider im Replay-Mode nicht angezeigt. Was etwas schade ist. Seht. Die dann immer ein bisschen Damage noch mitgegeben. Aber alle drei Leute da unten, die gerade gestorben sind, habe ich alle komplett low gemacht. Der hier nebenan müsste auch low von mir gewesen sein. Geht aber eben halt auch von einem anderen down. Und zum Glück hatte ich noch 4 Flossen, sonst wäre ich instant down gewesen. Ja. Und keine Chance, von oben weggelasert. Und das war es dann auch mit der Runde. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentaren, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.